herzlich willkommen zu einem neuen Plan With Me Video. Ich zeige dir heute, wie ich meinen April gestaltet habe und das Theme sind Kiwis, Blüten und Beeren. Ja, insgesamt habe ich hier einen schönen frischen Farbmix und benutzt habe ich dafür meine Lebenskompostur Brush Pens. Und wenn du genau die gleichen Farben haben möchtest, brauchst du auf jeden Fall die 100er Box. Da ist nämlich eine richtig gute Auswahl drin. Und für die Stifte habe ich außerdem einen Rabattcode und für alles, was ich sonst noch benutzt habe, findest du in der Videobeschreibung Links. Deswegen schau am besten mal nach dem Video unten rein. Ja, und recht untypisch für mich. Ich fange heute auf der Kalenderseite an. Ich war nämlich ja ganz schön unausgeglichen an dem Tag und meine Hände waren ganz schön angespannt und ich war insgesamt irgendwie ja in keiner guten Verfassung. Deswegen dachte ich mal so zum Aufwärmen ist es ein bisschen leichter hier auf der Kalenderseite anzufangen mit so einzelnen Doodles. Die Coverpage hat es nämlich ganz schön in sich. Also das ist glaube ich so das Detaillierteste, was ich bisher gemacht habe. Und ja, die ein oder anderen haben es vielleicht schon auf Instagram gesehen oder auch auf Patreon, da zeige ich immer ein bisschen mehr. Falls du also noch keiner meiner Patrons bist, dann werd auf jeden Fall Mitglied. Auch die kostenlosen Mitglieder bekommen übrigens Behind-the-Scenes-Posts und sehen, woran ich gerade so arbeite. Ja, und wenn es dann noch ein bisschen mehr sein darf, dann komm doch gern in den Monthly Theme Club. Da bekommst du nämlich die Coverpage und Kalenderseite auch jeden Monat als Vorlage. Ja, wenn du also sagst, das Theme gefällt dir richtig gut, aber du willst dir gar nicht so einen riesen Kopf machen, wo jetzt welche Kiwischeibe und wo welche Blüte, welches Sternchen hinkommt und wie du das ganze Layout überhaupt anordnest. Die Arbeit habe ich schon für dich gemacht. Du kannst dir die Printables runterladen, zu Hause ausdrucken oder auch irgendwo anders, wenn du selbst keinen Drucker hast. Und dann kannst du das Ganze mit einer der vielen möglichen Transfertechniken in dein Bullet Journal übertragen. Ja, und dann kannst du mein Theme Buddy sein. Den Link zu den Vorlagen bzw. zu meiner Patreon-Page findest du auch in der Videobeschreibung. Ja, und ich mache hier gerade noch die letzten Handgriffe an der Kalenderseite und trage hier auch noch die Zahlen bzw. das Datum für die einzelnen Tage ein in der großen Kalenderübersicht hier. Und dann korrigiere ich auch erstmal noch einen von vielen Fehlern in diesem Setup mit meinem weißen Gelstift. Da habe ich nämlich die Linien zu lang gezogen. Und dann geht es auch schon ans erste Highlight dieses Themes, nämlich den Kiwi-Font. Und dafür benutze ich hier unterschiedliche Grün- und einen hellen Gelbton. Und mit dem hellsten Grünton schreibe ich erstmal die ganzen Buchstaben aus. Und die kann man hier noch so ein bisschen anpassen. Das muss jetzt nicht beim ersten Mal gleich super gelingen. Und dann mache ich mit dem dunkelsten Ton hier auf der rechten und unteren Kante so einen Strich, quasi wie so einen Schatten, aber innerhalb vom Buchstaben. Und wichtig ist, bei den Ds das auszulassen. Das umrahme ich nämlich mit dem Gelb. Das werden dann ja quasi wie so Kiwischeiben. Dann nehme ich den mittleren Grünton und mache noch so eine zweite Schicht, die ein bisschen über den dunkelsten Ton hinausragt, auch wieder auf der rechten unteren Seite. Und zum Schluss verblende ich das alles nochmal mit dem ersten Ton, damit dann dieser Übergang der verschiedenen Grüntöne einfach noch ein bisschen weicher wirkt. Mit dem dunkelsten Grün male ich dann hier diese Striche rein in die Ds und dann nehme ich zwei verschiedene Feinlinern, einen sehr dünnen und einen sehr dicken. Mit dem dünnen male ich dann hier noch so ein paar Akzente rein, auch wieder so Striche und mit dem dicken mache ich die Kiwi-Kerne und das ordne ich alles so radial an. Das heißt, alle Linien und alle Kerne und alles zeigen zur Mitte. Und falls du das nachmachst, denk dran, auf jeden Fall die Kerne so ein bisschen unregelmäßig zu machen und manche so ein bisschen langgezogen minimal und manche dürfen auch rund sein. Die sind ja auch immer unterschiedlich in so einer Kiwi angeordnet, sodass man mal die lange und mal die kurze Seite sieht. Ja, nachdem ich dem Ganzen dann noch eine Outline gegeben habe mit einem 02 Feinliner, mache ich hier mit dem Braun quasi noch die Kiwi-Schale. Die mache ich auch auf der rechten und unteren Kante, quasi da, wo ich auch den Schlagschatten machen würde. Und dann gebe ich auch dem Ganzen noch eine Kontur. Mit dem Jelly Roll in 10 bekommt hier alles noch so die Highlights. Genau auf der gegenüberliegenden Seite der Schatten, nämlich links und oben. Denn ich stelle mir immer vor, dass das Licht bei mir von links oben kommt und die Schatten demnach nach rechts unten wirft. Ja, und aus selbstfürsorglichen Gründen und weil mich die Kalenderseite immer noch nicht aufgelockert hat, habe ich dann die Coverpage ohne Kamera geleint. Da konnte ich mich nämlich so richtig schön halb auf den Tisch legen und alles so ein bisschen so machen, wie es für mich bequemer war und es ist tatsächlich sauberer geworden. Ja, so ein komplexes Theme verträgt sich einfach nicht mit Unwohlsein. Ich habe hier aber tatsächlich ein Muster aufgedeckt. Ich habe das Gefühl, meine Themes werden umso komplexer und umso detaillierter und
anstrengender, je angespannter ich bin. Ja, es dürfte aber auch kein Geheimnis sein, dass ich auch mit meiner Kunst so ziemlich viel, was in die Kategorie Angst, Stress, innere Anspannung fällt, bewältige. Deswegen, ja, dürfte das auch keine Riesenüberraschung sein, aber mir ist es halt jetzt wirklich mal aufgefallen, weil tatsächlich die Themes, wo ich mir dann auch hinterher dachte, so mein Gott, warum habe ich das so kompliziert gemacht, das waren auch wirklich immer die Themes, wo es mir eigentlich nicht so gut ging und wo ich auch wirklich sehr angespannt war. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist, glaube ich, auch ziemlich langweilig, wenn ich hier 5 Stunden lang die Outlines mache. Und es geht auch tatsächlich bequemer und schneller, wenn ich das ohne Kamera mache. Da kann ich mich, wie schon gesagt, so richtig schön auf den Tisch lehnen und mich über mein Bullet Journal hängen. Würde nur mit Kamera gar keinen Sinn machen, weil du dann nur meinen Hinterkopf siehst, der zugegebenermaßen wunderschön ist. Aber ich glaube, deswegen hast du nicht eingeschaltet. Ja, und auch wenn es nicht so direkt irgendwie ein schöner Gedanke ist, dass je schlechter es mir geht, desto umfangreicher, vielleicht auch interessanter werden meine Themes, aber es hat auch irgendwie so ein bisschen was Tröstliches, wenn ich mir denke, okay, aus so was sehr Unangenehmem kann aber trotzdem was Schönes entstehen. Und ja, tatsächlich habe ich aber auch den großen Fehler gemacht, auf dem iPad zu sketchen, denn ich wusste schon so grob, was ich vorhab und wusste, ich habe diese ganzen vielen Elemente, die irgendwie aus diesem Glas rausspritzen sollen, aus diesem Kiwi-Cocktail und ja, das hat mich dann irgendwie total genervt, so viel zu radieren, weil ich dann nicht zufrieden war und alles und ja, deswegen habe ich mir einfach mal mein iPad geschnappt und habe auf dem iPad gesketcht, da gehen viele Dinge nämlich einfach schneller. Ich kann dann, keine Ahnung, statt jetzt irgendwie die gleiche Kiwi-Scheibe irgendwie 50 Mal zu zeichnen, weil ich dann irgendwie die Position oder die Größe nicht getroffen habe, kann ich es halt am iPad auch ziemlich schnell verändern oder bewegen oder Sachen nochmal verschieben. Und ja, ich kann natürlich am iPad auch immer reinzoomen und richtig schön bequem die ganzen kleinen Details machen. Und irgendwann kam dann der Punkt, als ich realisiert habe, ich muss das Ganze ja nochmal per Hand zeichnen. Und tatsächlich habe ich mir diesmal selbst ein Printable gemacht. Ich habe ja nämlich das Ganze schon am iPad gezeichnet. Und dachte mir dann so, okay, das wird jetzt ein Riesenkrampf, bis ich das irgendwie wieder abgezeichnet habe in meinem Bullet Journal. Deswegen habe ich mir tatsächlich meine Skizze selbst ausgedruckt und ja, mit einem weichen Bleistift dann hinten so eine gut dicke Graphitschicht aufgetragen und mir das Ganze dann quasi durchgepaust. Ja, war irgendwie auch so eine ganz witzige Erfahrung, so dass ich mir eigentlich mein eigenes Printable gemacht habe, was ich eigentlich immer für euch mache. Aber ich dachte mir, es ist jetzt auch irgendwie Blödsinn, nochmal Stunden zu verbringen, wo ich es doch schon mal gezeichnet habe. Tatsächlich war aber dann hier wieder das große Problem, auf meinem Blatt kann ich halt nicht reinzoomen und das war schon sehr anstrengend, diese ganzen Details zu machen. Also, falls du dir das Printable holst und es in dein Bullet Journal überträgst, du kannst ja auch ganz viel weglassen oder vielleicht auch manche Sachen einfach ein bisschen größer zeichnen oder so. Also mach dir das Leben nicht unnötig schwer. Ja, und apropos unnötig schwer, ich habe mir dann auch so im Nachhinein gedacht, es hätte echt Sinn gemacht, hätte ich gleich das saubere Printable gezeichnet am iPad, weil ich habe natürlich nur mein messy Sketch gehabt und für mich war es ja auch vollkommen okay. Tatsächlich musste ich dann ja aber auch noch das richtige, saubere, die Reinzeichnung quasi für meine Patrons nochmal zeichnen. Also ja, ich habe mir, also für den April habe ich mir wirklich das Leben sehr unnötig schwer gemacht. Aber ich glaube, das sind einfach so diese Momente im Leben, wo man irgendwie alles 50 Mal anfasst und alles irgendwie total schwierig und kompliziert ist und man irgendwie gar keine Energie mehr hat und keinen Bock mehr hat und am liebsten alles hinschmeißen will. Ich habe tatsächlich zwischendrin gedacht, so ich schmeiß alles hin und ich mache ein ganz anderes Theme oder irgendwie mache nur so 3 Kiwischeiben oder irgendwas, weil warum zur Hölle musste ich das so komplex machen? Aber dann dachte ich mir so, nee, ich beiß mich da jetzt durch, weil das sind oft so diese Momente im Leben. Also ich spreche jetzt übrigens nur für mich. Ich kann nicht irgendwie für jemanden, nimmt das alles nicht so ernst, so im Zweifel bin ich irgendwer im Internet, der gar keine Ahnung hat. Aber ich weiß, in welcher Situation ich gerade bin und ich wusste, für mich ist es wichtig, mich da jetzt durchzubeißen mit allen Schwierigkeiten, weil das ist gerade so ein Punkt, an dem ich wachsen kann und auch muss. Bin gerade nämlich tatsächlich an so einem Punkt, wo alles, also auch außerhalb meines Bullet Journals, sehr kompliziert ist und wo ich Sachen 3-mal mache, weil irgendwie die Konzentration aussetzt und wo ich auch wieder sämtliche Wehwehchen habe und mich mein Körper so ein bisschen zwingen möchte aufzugeben, mich einfach wieder ins Bett zu legen, gar nichts zu machen, das Haus nicht mehr zu verlassen, weil irgendwie alles viel zu schwierig ist und das ist gerade wirklich ein Punkt, über den muss ich drüber. Ja, und irgendwie habe ich auch gerade so ein bisschen den Faden verloren. Ich glaube, ich wollte eigentlich auch was anderes hinaus, aber
das unterstreicht ja gerade nur oder bestätigt gerade irgendwie nur, was ich gerade sage. Ich bin gerade ein bisschen sehr durch den Wind und alles ist ein bisschen schwierig. Aber ich stehe noch mit aufrechtem Haupt da. Ich bewältige alles, ich mache alles, ich vermeide nichts und ich kämpfe mich dadurch und beiß mich dadurch und vergieße so viele Tränen, wie nötig sind und leide auch einfach. Ich erlaube mir das dann auch in solchen Phasen. Und ja, jedes Mal nach so einer Phase habe ich wirklich in meiner Persönlichkeitsentwicklung und auf meinem Heilungsweg meistens einen sehr großen Schritt gemacht, wo ich hinterher wirklich dann sage, ich bin sehr stolz auf mich und ich bin so froh, dass ich nicht aufgegeben habe und dass ich mich da wirklich durchgekämpft habe. Weil ich weiß nicht, ob das immer für Außenstehende so nachvollziehbar ist, aber für alle, die mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen haben, sei es Depression, sei es Ängste, Zwänge, und das liegt ja irgendwie auch ganz oft alles sehr nah beieinander und überschneidet sich. Aber, und da kann ich jetzt wirklich wieder nur für mich sprechen, aber ich weiß auch aus Gesprächen mit anderen Betroffenen, dass es halt wirklich, ja, im Normalfall ist es so, dass einen die Krankheit halt dann doch öfter klein kriegt, als man sie. Das ist leider so. Aber ich meine, das ist ja auch nur logisch. Also so ein gebrochenes Bein muss ja auch erstmal zusammenwachsen, bevor man irgendwie wieder einen Marathon laufen kann. Und bis dahin macht man halt kleine Schritte und steigt jetzt vielleicht nicht irgendwie jede Treppe, die man findet. Aber auch mit einem gebrochenen Bein ist es ja irgendwie verkehrt, sich ins Bett zu legen und irgendwie gar nichts mehr zu machen, weil man ja irgendwie doch keinen Marathon laufen kann. Deswegen, falls du auch Betroffener einer psychischen Erkrankung bist, egal an welchem Punkt du gerade bist und auch wenn alles gerade irgendwie total aussichtslos erscheint, du machst es gut. Allein, dass du jetzt hier sitzt und dieses Video schaust und mir zuhörst, zeigt, du bist noch da, du bist stark genug und du hältst es aus. Und irgendwann kommen wieder bessere Tage und irgendwann kommen auch wieder schlimmere Tage übrigens. Also Heilung ist nicht linear. Ich war schon 5000 Mal an dem Punkt, wo ich mir dachte, jetzt ist der Knoten geplatzt und jetzt geht's aufwärts, und dann ging es wieder dermaßen bergab. Ja, ich glaube, das gehört einfach dazu und ist gerade auch bei mir in der Therapie ein Thema, dass es ja sowas wie so eine endgültige Stabilität vielleicht auch gar nicht gibt. Und dass es die übrigens auch nicht geben muss, weil es werden immer wieder Dinge kommen, die mich oder auch dich aus der Bahn werfen und die so das Kartenhaus wieder so ein bisschen umpusten. Und ja, ich komme mittlerweile immer mehr so bei dem Gedanken an, dass man vielleicht dieses Kartenhaus ja nicht auf Biegen und Brechen irgendwie festhalten muss und irgendwie zum Stehenbleiben bringen muss, sondern ja, vielleicht muss man einfach nur rausfinden, wie man es immer wieder aufbaut. Und es mag im ersten Moment so ein bisschen demotivierend klingen, aber ja, weil es halt einfach anstrengend ist. Aber ich glaube, das Leben ist anstrengend. Ich glaube, das Problem ist, dass wir einfach viel zu selten darüber sprechen, wie anstrengend das Leben eigentlich ist. Und alle immer so tun, als würden sie alles wunderbar auf die Kette kriegen. Und die Leute, die es nicht tun oder denen das einfach schwerer fällt vielleicht als anderen, die vielleicht auch einfach in anderen Umständen sind, fühlen sich dann sehr alleine. Und so ging es mir auch ganz lange, dass ich immer dachte, so alle haben ihr Zeug irgendwie auf der Kette, nur ich nicht. Ich kriege immer nichts auf die Reihe und immer ist es alles schwer und ja, ich glaube, das ist gar nicht so. Ich glaube, wir sind einfach alle am Struggeln und ja, mein Kartenhaus ist allein seit letzter Woche schon 5-mal eingestürzt, aber hey, hier sitze ich, mache ein Voice-Over, habe ein Video gedreht, habe meinen Bullet-Channel aufgesetzt, gehe zu Terminen, mache mein Zeug, krieg mein Leben auf die Reihe. Und ich wachse jeden Tag daran. Und mit jedem Mal weiß ich halt auch einfach, wie ich mein Kartenhaus schneller oder vielleicht auch besser aufbauen kann. Und vielleicht pustet es ja auch gar nicht alle Karten um. Ich musste nämlich auch feststellen, und das ist auch so eine relativ junge Erkenntnis, so vielleicht fange ich ja auch gar nicht immer wieder bei Null an. Es ist einfach nur die Enttäuschung darüber, dass es vielleicht irgendwie das Dach abgefegt hat, ist vielleicht so groß, dass ich irgendwie auch manchmal gar nicht sehe, hey, das Fundament steht ja eigentlich noch. Aber ich denke, es ist auch Teil der Krankheit, dass man das an einem gewissen Punkt einfach nicht sieht. Und wenn es nur eine Karte wegweht vom Kartenhaus, dann scheint schon alles verloren und der Einsturz ist sicher. Und ja, das sind dann so die Katastrophengedanken. Ich habe das Gefühl, ich mache gerade zu viele Metaphern. Ist überhaupt verständlich, wovon ich rede? Das passt absolut zu meinem verwirrten Zustand. Und als ich meinem Freund die Coverpage geschickt habe, also dieses Foto der Coverpage, wo alles so irgendwie so rausspritzt und explodiert, habe ich darunter dieses Emoji gesetzt, dem es so die Schädeldecke weggesprengt hat. Und ja, so dieses Mindblowing. Und ja, ich finde, das passt auch absolut. Ja, also je mehr ich darüber rede, desto mehr habe ich das Gefühl, mein Unterbewusstsein war da irgendwie mehr am Werk, als mir zuvor bewusst war. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, lasst uns doch auch mal über Farben sprechen.
in einem Zeichenvideo. Ich habe hier sehr viele Gelbtöne und auch so eher gelbliche Grüntöne und ich dachte mir, das mit dem Bären ist eigentlich eine ganz gute Idee, weil dann kann ich nochmal so einen Komplementärkontrast reinbringen, was so ein bisschen interessanter wirkt. Lila und Gelb sind ja Komplementärfarben, die liegen sich ja im Farbkreis gegenüber und indem man halt Komplementärkontraste einsetzt, kann man Kompositionen so ein bisschen spannender gestalten, weil es auch kürzlich mal so eine Frage war, wie ich meine Farben auswähle. Und ich kriege sehr oft Kommentare, wo Leute dann sagen so, oh, das passt immer so gut mit den Farben bei mir und wie ich das irgendwie entscheide und wie ich die Farben raussuche. Ja, zum einen kann man sich natürlich auch an so bestimmte aus der Farbenlehre halten. Und ich bin aber tatsächlich jemand, ich probiere mich da so ein bisschen durch. Also ich mache am Ende, was irgendwie gut aussieht und sich gut anfühlt. Und ich probiere auch ganz viel aus. Und ich glaube, je öfter man das macht, desto mehr bekommt man auch so ein bisschen Gespür dafür und so ein Auge dafür, dass man irgendwie schneller sieht, hey, was sieht gut aus oder was würde da jetzt ganz gut dazu passen. Und was mir da tatsächlich hilft, sind meine ganzen Swatchcards. Also ich habe ja alle meine Stifte immer auf so Karten oder eigentlich auf so Blättern, die ich mir halt zurechtgeschnitten habe und die ich hinten immer in meinem Bullet Journal habe. Da habe ich schon alle Farben einmal geswatcht und ich glaube, es geht einfach schneller, wenn man sich diese Karten nehmen kann und dann geht man mal kurz durch und dann kann man immer verschiedene Farben aneinander auch halten und vergleichen und das erleichtert, glaube ich, einiges, weil ich dann nicht jedes Mal hergehen muss und irgendwie mir überlegen muss, welche Stifte und welche Farben und dann muss ich die auch alle nochmal swatchen, weil natürlich kann man sich auf die Kappenfarbe nicht verlassen, egal wie teuer der Stift war. Das ist nämlich nicht nur bei den billigen Stiften so. Ja, also wie gesagt, ganz viel probieren, ganz viel Farbkombos testen, Swatchcards bereithalten, damit man einfach schneller die Farben findet oder mal aneinander halten kann. Und wie gesagt, bediene dich an solchen Sachen wie zum Beispiel an der Farbpsychologie oder so Sachen aus der Gestaltlehre und aus der Farbenlehre, wie zum Beispiel Komplementärkontraste oder auch Farbharmonien. Da gibt es ja auch immer so Farbpaare oder so Farbgruppen, die sich auch so bewährt haben und das kann sich aber auch kulturell unterscheiden. Also unterschiedliche Farben können auch in unterschiedlichen Kulturen oder Ländern auch andere Wirkungen haben und da kommt es natürlich auch ganz stark auf die Prägung an. Womit ist man dann so aufgewachsen, was hat sich so ein bisschen eingeprägt, welche Farbe wofür steht. Und ja, je nachdem, welche Wirkung man dann erzielen möchte, kann man sich dann eben auch so an der Farblehre oder so Farbpsychologie bedienen. Aber wie gesagt, ich finde, wenn sich's gut anfühlt, ist es irgendwie richtig. Deswegen bin ich immer noch fürs Ausprobieren. Und zu 90% finde ich auch so einfach meine Farbpaletten für bestimmte Themes. Ja, wir sind hier inzwischen schon auf der Reflexionsseite angekommen. Da beantworte ich ja immer auf der linken Seite so ein paar Fragen am Monatsanfang und auf der rechten Seite so ein paar Fragen am Monatsende. Und ich habe diesmal den Aufbau so ein bisschen verändert. Ich habe nämlich den Titel normalerweise immer oben, aber ich dachte, ich setze den diesmal in die Mitte, weil das auch so ein bisschen diesen Effekt hat, dass irgendwie alles so ein bisschen nach außen streut. Und ich habe diesmal tatsächlich auch immer die gleichen Doodles verwendet. Und zwar nicht nur von der Art, sondern ja, jetzt muss ich gestehen, ich war ein bisschen faul, wo ich denn das Printable schon mal hatte, beziehungsweise meine ausgedruckte Skizze, habe ich dann auch einfach bestimmte Teile ausgeschnitten und die einfach nochmal, an andere Stellen übertragen. Also es sind haargenau die gleichen Kiwischeiben, es sind haargenau die gleichen Blüten und Bärenzweige teilweise, auch noch auf den nächsten Seiten. Und ja, die Wolken habe ich dann immer so ein bisschen angepasst und die Boxen habe ich dann hier noch so ein bisschen interessanter gestaltet. Das siehst du dann später, da habe ich dann auch so ein paar Wellenlinien und manchmal habe ich hier wie so eine Art Zettelchen mit so abgeknickten Ecken gemacht. Ja, aber also ich persönlich finde, da ist überhaupt nichts Schlimmes dabei, auch mal sich das Leben so ein bisschen leichter zu machen. Ich meine, ich hatte es schon schwer genug auf der Coverpage. Deswegen auch Schablonen zu benutzen oder irgendwie Vorlagen zu nehmen. Es ist immer so, also das ist in letzter Zeit ein Thema, das immer wieder aufkommt, wo ich auch immer viele Nachrichten und Kommentare bekomme und das ist das Thema Talent. Und ich habe da wirklich eine Meinung, die will immer keiner hören, aber ich glaube nicht, dass es Talent gibt. Also für mich, in meiner Welt, gibt es kein Talent. Ich glaube, wir haben einfach
unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Gedulds- und Aufmerksamkeitsspannen für verschiedene Dinge. Und dem einen macht es halt Spaß zu zeichnen, dem anderen macht es vielleicht mehr Spaß, Geige zu spielen, der nächste liebt Mathematik, womit man mich zum Beispiel jagen kann. Einem anderen machen irgendwelche Sportarten besonders viel Spaß und. Und ich glaube einfach, wir entdecken irgendwann unsere Interessen und unsere Vorlieben. Und das sind dann die Sachen, die uns Spaß machen, die wir gerne machen, die wir oft machen. Und das ist genau der Punkt, die wir oft machen, an denen wir üben, an denen wir feilen. Und dann werden wir gut darin. Und ich glaube, dass jeder, der möchte und die nötige Geduld aufbringt und auch eine gewisse Frustrationstoleranz, wenn es halt nicht auf Anhieb hinhaut, kann auch zeichnen lernen, kann lernen, wie man Marathon läuft, kann sogar Mathe vielleicht begreifen, tanzen, ein Instrument spielen, ganz unterschiedliche Dinge. Und ich glaube, das ist einfach so ein limitierender Gedanke, so ja, ich habe halt einfach kein Talent. Und ich glaube, das ist Quatsch. Also wenn ich mir meine Sachen von vor 2 Jahren anschaue, es sind jetzt mittlerweile schon etwas mehr als 2 Jahre, als ich mit dem Bullet Journaling angefangen habe und das sah einfach nicht gut aus. Und irgendwie wenige Jahre später, mit regelmäßiger Übung, gibt es halt Leute da draußen, die bezahlen für meine Sachen. Es gibt Menschen, die kaufen meine Kunst. Und es ist für mich immer noch so ein bisschen surreal. Also, keine Ahnung, dass ich zum Beispiel Patrons habe, die dafür bezahlen, monatlich meine Vorlagen zu bekommen. Und ich meine, ich verdiene jetzt schon länger Geld mit meinen Kanälen und Social Media Accounts und arbeite mit Firmen zusammen. Und das ist aber irgendwie so ein bisschen anders, weil das sind, ich habe kein Geld mit meiner Kunst in dem Sinn verdient, sondern mit dem Content. Und in dem Moment, wo jemand direkt dafür bezahlt, fühlt sich das irgendwie total strange an. Und da kommen auch wieder so viele Unsicherheiten und Versagensängste und ein ganz anderes Thema, auf das ich auch wiederum gar nicht hinaus wollte. Aber nochmal zum Thema Talent zurück. Es gibt ja aber auch irgendwie so eine utopische Vorstellung davon, dass Künstler oder Leute, die irgendwie viel und regelmäßig zeichnen, dass wir auch alles aus dem Kopf zeichnen und auch alles zeichnen können. Und nee, also ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Kiwi zeichnen möchte, dann gehe ich auf Pinterest, gebe ein Kiwi und dann gucke ich mir an, wie sieht eine Kiwi aus und dann versuche ich die Kiwi nachzuzeichnen. Und die ersten 2, 3, 5, 16, was auch immer Kiwis, die sehen aus wie ein Fladen. Und das ist halt der Punkt, wo halt dann viele irgendwie sagen, so nee, jetzt habe ich keinen Bock und ich kann es nicht und ich habe kein Talent. Aber das ist der Punkt, wo die Leute, die gut sind, einfach weitermachen und so lange zeichnen, bis sie eine Kiwi, mit der sie zufrieden sind, gezeichnet haben. Und ich habe zum Beispiel vorher auch keine Kiwis gezeichnet und musste erstmal gucken, okay, wie geht das? Wie sieht so eine Scheibe aus? Wie groß ist die Mitte? Wie sind die Kerne angeordnet? Was haben Kiwis überhaupt für eine Farbe? Und. Und ich musste lernen, als jemand, der irgendwie gefühlt sein Leben lang zeichnet, wie man eine Kiwi zeichnet. Weil ich es noch nie gemacht habe. Und das ist das ganze Geheimnis. Ich weiß nicht, wie es geht und dann lerne ich, wie es geht. Und dann kämpfe ich mich halt durch den Frust durch, wenn es nicht von Anfang an klappt und irgendwann kann ich's. Und das ist auch mit anderen Sachen so. Wir haben alle irgendwann mal laufen gelernt oder schreiben gelernt und das konnten wir halt auch nicht. Ja, der eine hat eine schönere Schrift als der andere und weil der eine halt vielleicht Wert drauf gelegt hat, eine schöne Schrift zu haben, hat vielleicht viel geübt oder wie jetzt in meinem Fall. Ich habe irgendwann mal gelernt, wie man brushlettert, denn auch wenn ich vorher schon eine schöne Schrift hatte, haben meine Letterings ausgeschaut wie, ja, ich weiß gar nicht, ich möchte das Wort hier nicht öffentlich in den Mund nehmen. Und Fakt ist aber, wir sind alle irgendwann mal an dem Punkt gewesen, wo wir nicht einen Buchstaben schreiben konnten und irgendwann haben wir das gelernt und unsere Muskeln haben sich daran gewöhnt, wie muss sich die Hand bewegen, damit da irgendwie ein A draus wird oder ein O oder ein S oder ein T oder keine Ahnung. Und irgendwann konnten wir halt schreiben und ja, ich weiß, es gibt auch Leute, die können nicht schreiben, aber da scheitert es halt einfach nicht am Talent, sondern halt an anderen Dingen. Aber genauso wie mit dem Laufen. Und so, wir mussten irgendwann als kleine Kinder, irgendwann haben wir mal gelernt, wie man sitzt und irgendwann haben wir mal gelernt, wie man irgendwie krabbelt und irgendwann haben wir uns das Laufen angeeignet und ich habe jetzt noch niemanden auf allen Vieren in der Stadt rumkriechen sehen, der irgendwie gesagt hat, so ja, ich habe nie wirklich laufen gelernt, weil ich habe halt einfach kein Talent.
ja, wir haben es alle irgendwann gelernt. Und das sind die Dinge, laufen oder schreiben oder ja, so viele andere Dinge, sprechen, die haben wir einfach nie hinterfragt. Wir haben die einfach immer wieder gemacht und irgendwann konnten wir die. Und ja, der eine kann es besser als der andere und bei dem einen ist die Schrift schöner, der andere läuft eleganter und der nächste hat vielleicht eine bessere Haltung und das sind aber alles Sachen, da hat man irgendwann mal Wert drauf gelegt. So, keine Ahnung, meine Mutter hat zu mir immer gesagt, sitz gerade. Und ich habe mir einfach immer drauf geachtet oder immer irgendwie automatisch irgendwann mich gerade hingesetzt. Und mein Freund veräppelt mich da manchmal, wenn wir nebeneinander sitzen, bin ich einen Kopf größer als er, weil ich sitze halt aufrecht und er halt wie ein Seepferdchen. Für ihn ist das halt entspannter und für ihn ist das irgendwie anstrengend, aufrecht zu sitzen, weil er nie wirklich aufrecht saß und da einfach auch die Muskulatur ganz anders funktioniert. Und ich habe halt schon immer gelernt, aufrecht zu sitzen und ich kriege Rückenschmerzen, wenn ich mich halt so komplett gerundet hinsetzt. Ja, und so viel mal zum Thema Talent. Also nochmal so kurz zusammengefasst, wie gesagt, ich glaube, Talent gibt's nicht. Ich glaube einfach, uns machen unterschiedliche Sachen Spaß und vielleicht gelingt auch das ein oder andere ein bisschen besser oder ein bisschen schneller auch und vielleicht hat der eine höhere Frustrationstoleranz als der andere. Und ja, ich glaube einfach, man kann sich alle Dinge durch Üben und ernstes Interesse angewöhnen. Und man muss halt auch unterscheiden können mit, will ich was können oder will ich etwas lernen? Denn wenn mir der Prozess keinen Spaß macht und wenn ich nicht die Geduld aufbringe, ich finde es zum Beispiel hammer geil, wenn Leute so hyperrealistische Zeichnungen, die aussehen teilweise wie Fotos, vor allem so Tierporträts mit den ganzen feinen Härchen und alles. Ich würde das echt gern können, ich finde es sieht hammer aus, aber da muss ich ehrlich zu mir selber sein. Ich setze mich nicht irgendwie 30 Stunden hin und mache jedes einzelne Härchen und ich habe nicht die Geduld dafür. Ich werde wahnsinnig. Ich würde das Blatt zerreißen, meine Stifte wegschmeißen, ich weiß es nicht. Und mir macht dieser Prozess keinen Spaß und deswegen werde ich wahrscheinlich nie realistisch zeichnen, weil, so blöd es klingt, ich habe keinen Bock, es zu lernen. Und dann ist immer noch so eine andere Sache, manchmal haben wir auch immer das Gefühl, wir müssten irgendwas können oder irgendwas machen. Also ich habe zum Beispiel immer so eine Abneigung gegen Brush Lettering gehabt. Zum einen habe ich mich da nicht so richtig mit befasst und zum anderen eben aus dem Grund, weil ich einfach in dieser Zeit das nicht lernen wollte. Ich hatte aber immer das Gefühl, weil im Bullet Journaling auch jeder irgendwie Handletterings oder Brush Letterings macht, ich muss das jetzt können, weil ich mache ja Bullet Journal und dann muss ich auch wissen, wie man lettert. Und habe aber nie so wirklich die Geduld aufgebracht, das mal wirklich zu lernen. Und dann habe ich immer versucht, die Profis nachzuahmen, weil ich mir dachte, so, ah ja, ich kriege das schon irgendwie hin und ich kann ja gut zeichnen. Und habe dann immer versucht, die Letterings von Leuten nachzumachen, die es halt voll gut konnten. Und das hat halt einfach nie geklappt. Und dann war ich frustriert und dann habe ich es wieder gelassen. Und dann konnte ich bestimmte Buchstaben nur ganz schön lettern und habe dann einfach immer nur bestimmte Wörter oder irgendwie Monatsnamen oder sowas gelettert, wo mir halt die Buchstaben gefallen haben, wie ich sie gemacht habe. So, und irgendwann kam halt der Punkt, da dachte ich mir so, hey, jetzt habe ich Bock, das richtig zu lernen von der Pike auf. Und dann habe ich es halt gelernt und mir beigebracht. Und ich habe dann damals so einen Online-Kurs gemacht und dann mittlerweile übe ich auch ganz viel immer noch. Es ist nämlich auch wichtig, dieses Muskelgedächtnis und diese Bewegungen, und das ist dann doch anders als einfach nur zeichnen oder nur zu schreiben, einfach diese Bewegungen auch immer wieder zu üben, um nicht einzurosten im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, ich habe es dann irgendwann wirklich gelernt und die nötige Geduld aufgebracht und geübt und gemacht und getan und dann hat das auch funktioniert. Ja, aber bei allem Talent und Übung und keine Ahnung was alles, ist dann ja aber auch immer noch die Sache, man darf sich das Leben auch leicht machen. Man darf, keine Ahnung, Printables nehmen, man darf Schablonen nehmen, man darf sich ein bisschen was abgucken. Also abgucken im Sinne von, ich kann mich inspirieren lassen oder wenn ich jetzt, keine Ahnung, nehmen wir das Beispiel Kiwi, bleiben wir mal dabei. Ich habe jetzt irgendwie gesehen, wie jemand sehr schöne Kiwi zeichnet und dann versuche ich die nachzuzeichnen. Natürlich zeichnen wir nie irgendwas ab und geben es dann für unsere eigene Kunst aus. Das ist wirklich so ein ungeschriebenes Gesetz, macht man nicht. Wenn du dir wirklich irgendwas genommen hast, was du 1:1 abgezeichnet hast, was irgendwie wirklich auch nicht einfach nur eine Kiwi war, sondern so ein komplettes Kiwi-Design, keine Ahnung was, dann bitte sei so fair, schreib rein, inspiriert von bla 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 oder irgendwie abgezeichnet von und gib den Künstler Credits, das gehört sich einfach. Aber wie gesagt, es ist nicht schlimm, irgendwie zumindest zu Übungszwecken irgendwas von anderen abzuzeichnen, irgendwie versuchen, den Stil zu imitieren. Das sind ja
zu Studienzwecken, sage ich jetzt mal, um einfach zu gucken, wie macht jemand Linien, wie versteht jemand Formen, wie setzt derjenige Farben ein, und am besten lernt man das oder kann das halt studieren, indem man versucht, das nachzuzeichnen. Und ich mache das auch. Ich setze mich auch hin und mal irgendwas nach und versuche es zu verstehen, und dann gehe ich halt her und mache was Eigenes draus, denn logischerweise präsentiere ich ja auch meine Sachen, da kann ich jetzt nicht irgendwie ausschließlich kopieren. Aber das ist natürlich auch ein Punkt, an dem man kommen muss, und manchmal kopiere ich halt Sachen. Manchmal schaue ich, wie setzt derjenige Licht und Schatten ein und wie Formen und wie Farben und wie ist die Linienführung und so weiter und so fort. Und dann gibt es halt Leute, die sagen, ja, ich kann ja nur abzeichnen und ich habe kein Talent und ich kann ja selber eigentlich gar nichts. Und das ist doch völliger Blödsinn. Das ist doch Teil des Prozesses. Und auch so eine beliebte Aussage ist, ich kann ja gar nicht zeichnen und ich habe kein Talent. Ich kriege nicht mal einen runden Kreis hin. Ja, soll ich dir mal was sagen? Ich kriege auch keinen runden Kreis hin. Dafür gibt es Schablonen und runde Objekte, die man irgendwie abzeichnen kann, und notfalls macht man halt auch einfach krumme Kreise und steht dazu. Wo ist denn das Problem? Wo steht geschrieben, dass man irgendwie einen runden, sauberen Kreis irgendwie zeichnen muss? Das ist doch völliger Blödsinn. Ja, ich glaube einfach, das sind bei vielen so diese limitierenden Gedanken, einfach so dieses, ich habe kein Talent, ich kann ja nicht mal das und ich kann ja nur abzeichnen. Und ich glaube, indem man sich das immer wieder sagt, erlaubt man sich auch gar nicht irgendwie was zu können oder mal selbst was zu versuchen. Oder das ist jetzt echt eine unbequeme Wahrheit. Es ist auch ganz schön feige. Also in dem Moment, wo ich auch irgendwie sage, ja, ich habe ja eh kein Talent, das wird ja eh nichts, dann muss ich mir auch gar keine Mühe geben. Dann kann ich ja auch einfach irgendwas ja hinrotzen, auf gut Deutsch gesagt, und dann sagen sie, ja, war ja klar, dass es nicht gut aussieht, ich habe ja gar kein Talent. Das ist natürlich auch so eine Sache. Es ist natürlich dann auch ein anderes Ding, irgendwie die Verantwortung zu übernehmen und sagen, ja, ich habe mir jetzt auch nicht wirklich Mühe gegeben und ich hatte vielleicht keinen Bock oder keine Geduld oder wollte mir die Zeit nicht nehmen oder was auch immer, hatte was Besseres zu tun, wollte lieber irgendwo hingehen. Aber auch das ist nicht schlimm. Ist wie gesagt, also wie mit den realistischen Zeichnungen. Ich finde die echt schön und vielleicht will ein Teil von mir das gerne können, aber ich habe nicht die Geduld. Ich bin zu faul. Ich setze mich nicht dahin und mache irgendwie jedes Härchen mit einem einzelnen Buntstiftstrich. Das bin ich nicht. Das macht mir keinen Spaß. Und ich mache das einfach nicht. Und dann kann ich es halt auch einfach nicht. Und da stehe ich dazu. Und da ist überhaupt nichts Schlimmes dran. Und ich kann keinen runden Kreis zeichnen oder habe vielleicht keinen Bock, mir Mühe zu geben oder was auch immer. Und dann nehme ich halt einfach eine Kreisschablone. Wo ist denn das Problem? Deswegen bin ich doch kein schlechterer Künstler oder keine Ahnung. Ja, vielleicht entfolgen mir jetzt auch irgendwie 2000 Leute, weil sie jetzt festgestellt haben, so hey, die kann ja auch gar keinen Kreis zeichnen. Kann natürlich jetzt auch passieren. Ich glaube, man kann sich einfach vielen Werkzeugen und vielen Hilfsmitteln bedienen und auch mit Bleistift vorzeichnen. Das sagen ja auch manche so, ja, das muss man ja gleich so zeichnen können, so gleich mit einem Feinliner oder einem Füller oder keine Ahnung was. Ich zeichne selbst Doodles vor. Andere Leute dudeln einfach mit einem Kuli oder nicht mal nur dudeln, also was manche Leute mit Kulis machen, ganze Porträts und alles, da sprengt es mir auch die Schädeldecke weg. Und ich habe mal angefangen mit so Kulikunst. Ich habe da auch ein Buch, das ist ganz cool, aber ja, auch da war es wieder so, ich habe irgendwie mich zweimal hingesetzt und dann hatte ich keine Lust und dann habe ich lieber was anderes gemacht und keine Geduld und habe mir die Zeit dafür nicht genommen. Ja, und Überraschung, ich kann es immer noch nicht, aber ich lebe halt damit. Ich setze mich jetzt nicht hin und sage, ich habe kein Talent. Nein, ich nehme halt einfach lieber den Bleistift und sketch was 5000 Mal hin und radiere es wieder weg und mache so lange, bis ich zufrieden bin. Und irgendwann gehe ich da mit einem Feinliner drüber und da geht meistens auch irgendwas schief und dann wähle ich vielleicht nicht die richtige Farbe. Aber mein Gott, dann mache ich es beim nächsten Mal anders halt. Wo ist das Problem? Wer hat irgendwann mal diese ganzen Gesetze geschrieben, wo es irgendwie heißt, was ist jetzt irgendwie ein echter Künstler oder was ist Talent oder was muss man zeichnen können, sei es eine gerade Linie oder einen runden Kreis oder irgendwie alles aus dem Kopf. Also ich kenne niemanden, der alles aus dem Kopf zeichnen kann übrigens. Und ich habe auch schon mit vielen Künstlern gesprochen. Aber woher soll man das auch können? Also wenn man was noch nie gezeichnet hat, dann muss, also behaupte ich jetzt einfach mal,
sich jeder angucken, hey, wie sieht denn das aus, wie funktioniert das, wie ist, keine Ahnung, Anatomie zum Beispiel, wenn man jetzt Körper zeichnen möchte, wo ist eigentlich so ein Gelenk und in welche Richtung zeigt dann das andere Glied und wie funktioniert das alles zusammen und wenn sich jetzt irgendwie, keine Ahnung, der Oberkörper nach links dreht, was passiert mit der Hüfte, wie ist die Beinstellung und. Wer soll denn das aus dem Kopf alles wissen? Ja, und ich glaube auch noch so als letzten Punkt, was unglaublich wichtig ist und was, glaube ich, irgendwie so, ich weiß nicht, glaube ich, die Hälfte der Demotivation ausmacht, was, glaube ich, bei vielen so vorherrscht. Bitte, bitte hört auf, alles zu idealisieren, was jemand macht, von dem euch die Sachen gefallen. Wir alle machen Fehler, wir alle verhauen mal irgendwie eine Linie oder nehmen die falsche Farbe oder setzen Licht und Schatten falsch oder dann ist ein Kreis krumm oder sonst was. Aber was ich immer wieder feststelle, ist, Leute sind manchmal der Meinung, dass irgendwie meine Sachen oder auch die von anderen Künstlern, ich lese da auch manchmal die Kommentare, was sagen denn da so die Leute dazu, und da fällt so oft das Wort perfekt und oh mein Gott und wie kriegst du das hin und alles ist so toll und jedes Bild ist klasse und hin und her, und das stimmt nicht. In jedem einzelnen Bild ist irgendwas nicht so gelaufen, wie es sollte, und da ist auch nicht alles perfekt und da ist mal was krumm und da stimmt mal vielleicht auch irgendwas vom Aufbau nicht oder... Ihr seht das einfach nur nicht, denn ebenso wie mit der Sache, ich habe kein Talent, habt ihr euch irgendwie in den Kopf gesetzt, alles, was dieser Mensch macht, ist perfekt. Und eure Augen und euer Gehirn werden sich vehement weigern, auch nur einen einzigen Fehler zu sehen. Und das ist der ganze Punkt. Deswegen hört bitte auf zu idealisieren. Keiner macht alles perfekt und Künstler machen nicht alles perfekt, ihr macht nicht alles perfekt und das ist vollkommen okay. Ja, sehr, 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 sehr lange Rede und wahrscheinlich mal wieder ein sehr kurzer Sinn. Aber das brannte mir auf der Seele und musste unbedingt mal in die Welt hinaus. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann weißt du, was zu tun ist. Ansonsten findest du noch alle Links zu den Printables, zu den Produkten, Rabattcodes und weitere Infos unten in der Videobeschreibung. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal und pass gut auf dein Herz auf. Du hast nur das eine.